Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Vielen Dank fürs Einschalten. Schön, dass ihr da seid. Ich stehe hier in Grödig. Grödig ist bei Salzburg in Österreich. Bin da bei eAgress, habe mit denen einen Vertrag machen können. Dank der Fürsprache von der EastNorth Logistik von Marian und vom Tom Diesel. Vielen Dank an dieser Stelle an euch zwei. Das sichert mir meine Existenz. Ich habe da wirklich die besten Voraussetzungen jetzt für die Zukunft. Das ist ein langfristiger Vertrag. Bin ich wirklich froh. Da kann man drauf bauen. Da geht sicherlich was weiter. Meine Spedition wird wachsen. Vielleicht nur in kleinen Schritten, aber trotzdem. Wie ihr wisst, habe ich ja inzwischen einen Mitarbeiter. Das ist der Peter. Der Peter ist mit der Black Beauty unterwegs und macht einiges im Schwerlastbereich. Micha Colon hat ja da ein Deal mit Caterpillar und da kommen wir immer gerne drauf zurück und der Peter ist voll in seinem Element, der ist voll happy mit dem Auto, ist natürlich absolut genial und ja, für die Zukunft sicherlich eine super Basis. Dann komme ich hier zu eAgress und das sehe ich beim Laden, da steht doch tatsächlich ein Trailer von Hansekontor hier am Platz. An dieser Stelle schöne Grüße an den Christian. Danke für die Einladung in die Filiale nach München. Ich komme gern vorbei nächste Woche auf einen Kaffee. Bin gespannt, wie es bei dir dort aussieht. Freue mich auf einen netten Plausch. Und ja, vielleicht passt es ja auch von der Tour, dass ich irgendwas für dich übernehmen kann. Mal schauen. Ja Leute, wie ihr wisst, ich war ja letzte Woche ziemlich im Stress oder eigentlich die vergangene Woche, habe da etliche Termine gehabt, vor einiger Zeit musste ich dann meinen neuen Zug bestellen, ihr wisst ja, das war die Thematik, was wird's, geht es in Richtung Scania, ich habe natürlich Scania doch sehr gute Beziehungen, nur es ist natürlich der Preis schon eine brutale Angelegenheit. Und ich habe mir ein RJL angesehen, ja, mit 300.000 bekommt man ein schönes Auto, ist überhaupt kein Thema. Wird es dann nicht, darf habe ich natürlich auch überlegt, ihr wisst ja, der Marian hat da auch das Service, die Servicewerkstätte dazu. Könnte mir da sicherlich dementsprechend Unterstützung anbieten. Da komme ich auch sicherlich noch mal drauf zurück. Der DAF ist für mich nach wie vor ein wirklich ein tolles Auto. Und mal schauen. Der Mercedes aus der letzten Folge vom Tom Diesel, dieser Oldie-Style Mercedes, der wird es natürlich auch nicht. Völlig klar, Tom, es tut mir leid, ich muss dich hier jetzt wirklich enttäuschen, aber wir schauen uns die neue Maschine einfach an, würde ich vorschlagen. Da hinten steht er nämlich. So, ihr könnt es euch denken, was es ist. Es ist kein Scania, es ist kein DAF. Es ist ein deutsches Qualitätsprodukt. Es ist ein New Actros MP4. Mit einem Motor von stolzen 578 PS. Ich habe mir ein ZF16 Getriebe verbauen lassen. Handschaltung. Mein neuer Shifter ist ja auch inzwischen angekommen. Werde ich vielleicht noch mal ein kurzes Video drüber machen. Funktioniert super, wirklich, ich bin absolut begeistert. Das ist eine total andere Klasse zum Schalten. Also bin ich echt happy damit. Ja, und der Trailer ist natürlich auch neu. Das ist ein Schmitz SKO. Ja, und der macht mir natürlich wahnsinnige Freude, da habe ich wirklich ganz andere Möglichkeiten damit. Das Design habe ich mir selber gemacht, das ist zwar nicht so professionell,
wie es jetzt zum Beispiel der Micha von der Lack- und Tuning-Schmiede zur Verfügung stellen kann. Aber mir gefällt einfach die Arbeit dahinter, dass man sowas gestaltet, dass sowas dann auch funktioniert hier im Spiel. Und da bin ich wirklich, wirklich stolz drauf. Fast ein bisschen stolz, würde ich sagen, ja. Da steht oben internationale Transporte H.M. Vorgesellschaft, V für virtuelle Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Sitz in 4020 Linz. Für Sie unterwegs. Ja, logisch. Was auch sonst. Ja. Schönes Ding. Schlicht und einfach. Aber genau das mag ich. Ich war wirklich sehr stark am Überlegen in Richtung Scania. Aber eigentlich bin ich mit dem Mercedes wirklich sehr zufrieden, muss man schon sagen. Ja, Leute, wir fahren nach Serbien, haben wir gesagt, wir schauen uns die Karte kurz an. Wir starten hier in Grödig, wie gesagt, bei Salzburg. Und es geht dann über Wien, Budapest, runter nach Serbien. Und die Fahrzeit beträgt 11 Stunden. Das heißt, dass wir eine Pause machen werden. Die Frage ist jetzt, wo. Ich glaube, nachdem es Sonntagabend ist. Schauen, wie spät es jetzt ist. 22 Uhr, ganz genau. Wäre eine perfekte Zeit zum Starten. 22 Uhr. Dann werde ich heute eher nicht so die lange Strecke machen, sondern erst morgen. Und ich würde meinen, genau. Genauso machen wir das. Wir fahren heute nur bis kurz vor Wien. Dort werde ich schlafen, meine Pause machen. Das passt auf alle Fälle für mich heute. Los geht's. Franz, vielen Dank, dass das alles super funktioniert hat. Ich danke dir. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich werde sicher öfter vorbeikommen. Also, bis zum nächsten Mal dann. Tschüss, mach's gut. Ciao, danke, ja. Danke. Ja, Leute, das war der Franz Eacres. Der Platzwart hier in Grödig. Dem muss man sich fast ein bisschen gut stellen. Ist auch ein sympathischer Bursche. Überhaupt kein Thema.
Volvo. Bei den Kollegen geht auch einiges weiter. Der Dom ist in Italien unterwegs, hatte gerade was war das, die Kaderwelle, glaube ich. Zumindest ein technisches Gebrechen, ja. Musste dann seine Tour mit einem Leihauto von Luigi, das ist ein Bekannter von ihm da unten, da die Tour weitermachen mit einem Bugatti Mercedes. Wirklich so ein Dinosaurier aus früheren Zeiten, wie man den noch kennt von Auf Achse, wie die unterwegs waren, die Burschen. Und ja, schon eine Erfahrung mit seinem Teil. Definitiv, der Marian baut fest an seiner neuen Firmensitz. Da einige Fotos geschickt über WhatsApp. Ja, allererste Sahne, würde ich mal sagen. Allererste Sahne. Gut, der läuft wirklich gut, da muss ich wirklich aufpassen, dass ich nicht zu schnell werde. Für Taucher, Starter See, die
Die Schwarze Brücke ist da ganz bekannt, fordert leider immer wieder auch Todesopfer, weil sich die Taucher da einfach übernehmen. Das Motiv, das bei mir Auflieger drauf ist, das ist ein Foto von mir, also kein Foto, kein gestohlenes Foto oder was auch immer, ja. Das habe ich selber gemacht. Und zwar, ihr wisst ja, ich war mit meiner Frau in der Therme und da waren wir in Tirol im Ötztal. Passt auch gut zum Thema Österreich, zum Thema Austroliner. Darum habe ich dieses Motiv gewählt. Abfahrt war um 22 Uhr, das muss ich mir noch aufschreiben. Die Entscheidung zum Mercedes vielleicht noch als Anmerkung. Ihr könnt euch erinnern, als ich mit meinem DAF diesen Motorschaden, diese Panne hatte in Mannheim. Und da war ja Mercedes sehr unterstützend. Die haben mir damals ein Leihauto zur Verfügung gestellt. Die waren da wirklich super. Wenn das nicht gewesen wäre, hätte ich echt Probleme gehabt, meine Aufträge abzuwickeln. Und das in der Anfangsphase, also das war wirklich allererste Sahne von den Burschen. Und da kann man sagen, was man will, aber das, genau sowas braucht man im Business. Leute, auf die man sich verlassen kann, genauso wie ich mich auf die Kollegen der anderen Spedition verlassen kann. Da gibt es immer, wenn irgendetwas ist, erstmal, man kann einen von den Burschen anrufen, die unterstützen immer und jederzeit. Natürlich alles, was im Bereich des Machbaren ist, ist auch klar. Ja, das finde ich super.
Straße. Ist einiges los auf dem Parkplatz. Einiges los. Genau, hier werden wir stehen bleiben. Hier werde ich etwas schlafen. Und morgen geht es dann weiter. Nach Serbien. Da freue ich mich schon drauf. Ich freue mich auch drauf, wenn ihr wieder einschaltet. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video dann. Alles Gute, euer Hermi.